Hallöchen, meine Damen und Herren. Über die letzten paar Tage hat Valve ja immer wieder Updates gebracht, zu denen aber keine Update-News erzeugt wurden. Sie kochen also irgendwas. Die ganze Sache könnte zum Beispiel in Richtung Cheater-Bekämpfung gehen. Das gucken wir uns jetzt an. Let's go! Da geht! Alles klar! Das gibt's doch gar nicht! Da geht! Ich hab hier auf den Knopf gedrückt und da geht! Gabe Follower hat dazu auch mal wieder ein neues Video hochgeladen, in dem er auf diese drei Punkte bei diesem Suspicious Hits eingeht. Im Update vom 18. Dezember letzten Jahres wurden wie immer einige normale Sachen hinzugefügt und es gab aber auch drei Punkte, die sehr, sehr merkwürdig erschienen. Und zwar einmal Suspicious Hits, Odds, Threshold, Radius und Strategy. An dem Punkt waren sich schon viele sicher, dass das irgendwas mit Cheaterkennung zu tun hat, mit optischer Cheaterkennung. Also nicht dem üblichen, es werden einfach im Hintergrund die Datenströme analysiert, RAM und so weiter und so fort, was passiert auf der Kernel-Ebene, vielleicht auch bei anderen Anti-Cheats, sondern es wird optisch geschaut, was passiert, wie wird gespielt. Über diese Betrachtungsweise funktionieren auch einige Hardware-Cheats, die zum Beispiel visuell schauen, was wird gesehen und sobald zum Beispiel eine Enemy-Outline erscheint, wird einfach von alleine abgedrückt. An der Stelle hier erklärt Gabe, was das eben bedeutet. Dieser erste Punkt, Threshold, also Schwellwert, stellt ein, wie stark dieses System funktionieren soll. 0,01 am schwächsten und dann eben 1 am stärksten. Der zweite Befehl, Player Radius, gibt einfach nur an, in welchem Radius dieses gesamte System funktioniert. Es geht wohl hoch bis 14, ist aber auf 8 eingestellt, defaultmäßig. Und in diesem Bereich wird eben festgestellt, wann ideale Shots rausgehen. Wie sich sicherlich viele von euch vorstellen können, zielt das hier auf die No-Spread oder Anti-Spread-Funktion von Cheats ab. Dazu dann aber gleich mehr. Sehr interessant ist hier am Ende die Strategie, die gewählt werden kann. Sie steht defaultmäßig auf 0 und 0 beschreibt, dass nichts passieren soll. Also es läuft einfach so weiter, wie es eben läuft, das Spiel. Dann gibt es eins, Skip Bullet, das heißt, die Kugel verlässt die Waffe und die Munition wird auch weniger, also der Cheater schießt ganz normal, aber die Kugeln kommen nicht an, also sie können niemanden verletzen, sie treffen nicht. Und Strategie 2 ist sogar richtig frech, da wird die Bullet nicht gezählt oder die Bullets nicht gezählt, die eben geschossen werden und dann vom Cheater, sondern es wird einfach ein randomisiertes Spray-Pattern neu erzeugt. Also sprich ein normales, nicht Recoil-reducedes Spray-Pattern. Dazu kommen wir aber auch gleich noch. Was sehr interessant ist, ist, dass hier aktuell die Strategie auf 0 steht. 0 heißt einfach nichts machen. Hier geht Gabe Follower wieder von einer Honeypot-Methode aus. Diese ist nicht neu und wurde von Valve schon benutzt. Ich habe damals ein Video dazu gemacht über die 40.000 Bans in Dota. Diese Methode funktioniert, so wie der Name schon sagt, wie ein Honigtopf. Also man legt dem möglichen Täter oder den vermutlichen Tätern etwas hin, einen Honigtopf, in den sie mit hoher Wahrscheinlichkeit reinlangen werden. Bei Dota war es damals eine Sektion im Spiel, die von normalen Spielern nicht genutzt oder vielmehr gelesen wird, die aber von Cheatern ausgelesen wird. Und so haben sie dann einfach Daten gesammelt und gesammelt und gesammelt. Die Cheater haben immer wieder in den Honeypot reingegriffen und dann hat Valve irgendwann gesagt, so, jetzt hauen wir den Bannhammer raus und dann wurden einfach 40.000 Accounts mit einem Mal gebannt. Das wird hier mit hoher Wahrscheinlichkeit ähnlich sein. Es werden die Daten über dieses neue System herausgesucht, wer hat in der Richtung Aim-Control irgendwelche Cheats am Laufen. Dadurch können dann natürlich auch diverse Hardware-Cheats festgestellt werden. Es gibt für Mäuse zum Beispiel Controller, die du zwischensteckst und die dir dann halt zum Beispiel über ein Skript einfach das Recoil hemmen, also reduzieren. Der Cheater spielt also ganz normal mit seiner Maus. Zwischen Maus und PC hängt dann nochmal ein kleiner Controller, der das eben rausrechnet und am Ende geht das Signal vom Controller einfach in den PC rein. Da können dann normale Anti-Cheat-Systeme nicht funktionieren. Diese visuelle Abfrage ist dann natürlich viel, viel besser, denn visuell kann man dann natürlich, vor allem wenn man eine KI hat, die drüber schaut, viel eher erkennen, spielt ein normaler Mensch gerade oder wird hier über ein Skript oder über Hilfe von außen das Spray-Pattern irgendwie reduziert. Und im Moment ist es, wie gesagt, noch so, dass die Cheater davon auch nichts merken. Denn die Shots gehen ja rein, es läuft alles. Sie spielen vor sich hin und glauben, juhu, es ist alles chilly. Im Hintergrund werden dann die ganzen Daten gesammelt, sukzessive, immer weiter, immer mehr. Und in diesem Katz-und-Maus-Spiel oder Cheater vs. Anti-Cheat-Krieg ist natürlich der Gewinner, der die meisten Daten hat. Und über diese Art und Weise versuchen sich die Volvo Boys den Vorteil zu ersnacken. Es könnte dann irgendwann zu dem Punkt kommen, dass, wie man hier sieht, die Strategie 1 genutzt wird. Das heißt, der Cheater schießt auf einen Feind und trifft aber nicht. Beziehungsweise die Kugel verlässt zwar das Magazin, aber wird nicht gezählt. So was Ähnliches gibt es wohl auch bei Rainbow Six Siege. Da schießt du auf einen Feind und triffst ihn aber nicht. Unten rechts wird dann in dem Fall angezeigt, dass der Hit aber nicht registriert wurde. Dieses Feature ist in Rainbow Six fest verbaut und soll eigentlich nur dann anspringen, wenn jemand eine starke Internet-Connection-Problematik hat, um Fairness aufzubauen. Jemand hat einen krassen Lag, okay, dann zählen halt die Hits nicht. Was hierbei aber noch wichtig ist, ist Folgendes. Und zwar gab es über Foreneinträge auch die Information, dass Cheater sich darüber beschwert haben, dass ihre Cheats nicht funktioniert haben. Also sie haben auf jemanden geschossen und die Shots kamen aber nicht an. Genauso wie wenn man Internetprobleme hätte. Das System scheint also gemerkt zu haben, dass da irgendwas nicht stimmt und hat vorsichtshalber diese Hit-Recognition dann einfach ausgeschaltet. Auch eine nicht schlechte Herangehensweise. Ich finde diese ganze Thematik generell sehr, sehr nice, weil es überhaupt nicht in die Richtung geht, in die man sonst halt im Kopf hat bei Anti-Cheat. Also das Anti-Cheat soll merken, da ist was und sofort
denjenigen bannen, vor allem in Zeiten von Hardware-Cheats und so weiter, externen Cheats, Cheats, die mitunter auf einem anderen PC laufen, der überhaupt nicht von dem Anti-Cheat überwacht werden kann, sind solche Herangehensweisen, die visuell funktionieren, dann über KI unterstützt natürlich funktionieren, sehr interessant. Dazu wird es auf jeden Fall, ich sag's zum dritten Mal, ich weiß, aber es kommen ständig neue tolle Sachen, die ich davor mache, ein Video zu einem besonderen Anti-Cheat, das genau in diese Richtung auch noch geben. Aber im Moment kommen halt ständig Sachen, die ich davor pressen möchte. Und die Strategie Nummer 2 ist natürlich besonders frech, denn hier werden die Shots, wie gesagt, einfach umgerechnet. Das System merkt, wie gesagt, da stimmt was nicht bei dem Spieler, der hat wahrscheinlich irgendeine Software oder Hardware nebenbei laufen. Also werden die Schüsse, die von ihm ausgehen, komplett weggenommen und es werden einfach neue Randomized Patterns eingefügt. Das heißt, der Cheater kann nicht so schießen und seinen Cheat benutzen, wie er es machen wollen würde, sondern bekommt einfach irgendein random Pattern hingeschissen. Und das ist, finde ich, besonders stark. Also wenn du einfach diese ganze Überlegung durchgehst. Der Cheater sitzt da und weiß noch nicht mal, ob seine Cheats überhaupt funktionieren. Gabe sagt hier an der Stelle auch nochmal hinzu, dass hier nicht ein spezieller Cheat irgendwie gepimmelt wird, sondern eine Funktion genudelt wird, die in vielen Cheats eben enthalten ist. Ich habe es zwar vorhin schon erwähnt, aber natürlich wird hier auch automatisch eine Überprüfung und Speicherung des Accounts gestartet. Also sobald das System merkt, hier sind Odd Shots am Wursteln, also hier stimmt was nicht, wird sich direkt der Steam-Account gemerkt, die Daten werden weiterhin in Zukunft gesammelt und ich denke auch, das wird jetzt zwar nicht gesagt und das kann Gabe auch nicht wissen, aber ich gehe extrem stark davon aus, dass der Trust-Faktor des Users auch direkt halt in den Arsch rutscht. Was an der Stelle übrigens auch nochmal als sehr, sehr starkes Tool gegen Cheater oder vielmehr für Legits zu erwähnen ist, denn das Trust-System funktioniert ja unabhängig von jedem Anti-Cheat-System. Du hast die Cheater, die untereinander gematcht werden, weil sie scheiß Trust-Faktoren haben, und die Legits, die untereinander gematcht werden, weil sie gute Trust-Faktoren haben. Also einfach so im allerklarsten und besten, bestfunktionierendsten Gedanken. Und über dieses System, Odd Shots, der hat an, da liegt irgendwas Komisches vor, kann der betrachtete Spieler natürlich sofort als Kackvogel eingerankt werden und ist dann halt einfach vom Trust-Faktor scheiße, ne? Und ist dann, was weiß ich, in welcher Walachei, wo er dann spielt, hauptsächlich dann gegen andere Cheater. Und hier noch als Mini-Nachtrag, Gabe sagt auch hier zum Ende hin von diesem Cheat-Segment oder Anti-Cheat-Segment, dass Valve, wenn das implementiert ist, bezüglich der Recoil-Geschichte noch weitere Anti-Cheat-Measurements, also Maßnahmen eben vornehmen wird und diese dann irgendwann in ihrer Gesamtheit natürlich dafür sorgen, dass sukzessive jede Funktion, selbst von Hardware-Cheats, immer weiter minimiert werden bzw. entfernt werden können. Gabe beendet sein Video nochmal mit ein paar Map-Infos, das könnt ihr euch dann auch gerne noch anschauen. Ich bin da jetzt nicht so extrem drin interessiert, das Main-Video ist natürlich wie immer verlinkt. Guckt bei ihm auf jeden Fall rein. Und falls hier jemand am Start ist, der diese wunderbare Augcarved Yarda möchte, so ein geiles Ding, guckt euch an, ach du Scheiße, her. Oh Gottes Willen. Die wird es heute im Livestream-Giveaway geben. Also wer das Ding haben möchte, einfach rumkommen und mit dabei sein. Und direkt soll es keine Mini-Erklärung, ihr sammelt bei uns im Stream die Bubble-Dollar und mit diesen Bubble-Dollern könnt ihr dann einfach in dem Giveaway beitreten. Also ganz kostenlos, je länger man da ist, desto mehr hat man davon und dann kann man da gemütlich rein. Auch wenn man heute das erste Mal rumkommt im Stream, kann man da locker mitmachen. Außer man kommt direkt eine Minute vom Giveaway rein, dann wird man nicht genug Zeit haben, welche zu sammeln. Aber das ist nicht das Letzte, wir hauen in jedem Stream ständig Skins raus. Demnächst gibt es auch wieder ein leckeres Knife und zwar dieses Paracord-Knife. Also rankommen, meine Damen und Herren. So, das wäre schon wieder soweit gewesen. Vielen lieben Dank für eure Kommentare, für die Likes und fürs Anschauen des Videos natürlich. Wir sehen uns dann im nächsten Video am Montag. Im Moment lade ich dreimal die Woche hoch, jeden Montag, Mittwoch und Freitag. Ich versuche immer 17.30 Uhr hinzubekommen, aber ich schaffe es im Moment nicht richtig. Und natürlich sehen wir uns auch in den Livestreams, falls ihr Lust habt. Und Zeit natürlich jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr, jeden Freitag ab 20 Uhr. Haut da rein und bis dann. Bye, bye. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gehe ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.